Herzlich willkommen, neue Folge vom Dach hier von unserer Landesgeschäftsstelle und zu Gast diesmal unsere Finanzministerin Monika Heinold, wobei du bist heute nicht in deiner Funktion als Finanzministerin hier, sondern du möchtest dich am kommenden Sonntag beim Landesparteitag bewerben für die Spitzenkandidatur, für die kommende Landtagswahl. Bei so einer erfahrenen Politikerin wie dir, steigt da so ein bisschen auch der Anspannungspegel oder ist das Routine? Nein, das ist die totale Anspannung. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Es ist ja so, dass sich die grünen Mitglieder bitten, mir ihr Vertrauen zu schenken, dass ich ihre Spitzenkandidatin sein darf. Und das ist schon was sehr Besonderes. Was erhoffst du dir für ein Signal, was irgendwie von diesem Parteitag ausgeht? Ich hoffe, dass wir tatsächlich drei Tage hart diskutieren, uns wirklich um die Themen der Zukunft auch Gedanken machen, Energiewende, neue Formen der Mobilität, Demografie, Bürgerrechte, der Kampf gegen Rechts. Das sind sehr wichtige Themen und wir Grünen können ja gut diskutieren. Und das soll und muss auch so sein. Oft diskutieren wir ja sogar stellvertretend für die Gesellschaft sehr engagiert. Und dann am Sonntag, wenn wir uns geeint haben, was im Programm stehen soll, dann wünsche ich mir eine große Geschlossenheit für dieses Programm, sodass wir dann auch sagen, jetzt geht's los und jetzt vertreten wir das alle und jetzt erklären wir das auch alle und gehen damit jetzt auch auf die Straße und reden mit den Menschen über das, was wir wollen. Du hast gerade angesprochen, so das Thema gegen Rechts ist im Moment irgendwie in aller Munde gefühlt, schlägt einem das überall entgegen. Wir kriegen auch viele Anfragen immer von jüngeren Menschen, was kann man selber tun? Was würdest du einem jungen Menschen raten, der sagt, ich will irgendwie selber aktiv werden, was kann derjenige tun? Es gibt so viele Möglichkeiten. Sie können sich in Vereinen und Verbänden, können sich die jungen Leute engagieren. Die können einfach einzelne Initiativen vor Ort unterstützen, eine Demo mit organisieren oder eben auch in eine Partei eintreten. Am besten natürlich in unsere Grüne Partei, weil wir seit vielen, vielen Jahren sehr überzeugt gegen Rechts kämpfen, auch dann, wenn es mal nicht vorne in der Schlagzeile ist. Wie hat das bei dir damals angefangen? Wie bist du zu den Grünen gekommen? Was hat dich dazu bewogen, da aktiv zu werden? Ich habe damals lange überlegt, ob ich überhaupt in Deutschland leben möchte. Damals wurden hier die Atomkraftwerke gebaut. Es gab schon damals eine Debatte um Umweltschutz, um Klimaschutz. Bin dann ein Jahr um die Welt gereist und habe für mich selbst entschieden, ja, ich will in Deutschland leben, aber ich will auch Familie gründen und dann will ich auch etwas verändern. Dann will ich mitmachen, mich engagieren für eine bessere Welt und habe mich dann entschieden, in die Grüne Partei einzutreten. Und 32 Jahre später bin ich Finanzministerin. Diese Reise um die Welt, was hat das in dir ausgelöst? Also wo bist du überall so lang getourt und was hat das in dir verändert? Wir sind einmal rund um den Globus, viel Südostasien, viel Armut, viel Überbevölkerung, lange aber auch Neuseeland und Australien als Alternative. Und ich bin mit zwei Erfahrungen nach Hause gekommen. Das eine, sehr durch Neuseeland geprägt, wenn man sich oder Frau sich vor Ort für seine Heimat wirklich einsetzt, dann ist da viel zu bewegen. Und das Zweite ist, dass eben Überbevölkerung, Armut tatsächlich an vielen Stellen unserer Welt so gravierend ist, dass wir hier verpflichtet sind, in Deutschland, in Europa, unseren Beitrag dazu zu leisten, damit es besser wird. 30 Jahre später bist du jetzt Finanzministerin und dein Weg soll dich weiterführen im nächsten Jahr zur Landtagswahl. Was werden deine Ziele sein, die dich sozusagen bei der nächsten Landtagswahl besonders beschäftigen werden? Mich prägen zwei Dinge. Das eine ist tatsächlich Ökologie und Ökonomie miteinander versöhnen, Wirtschaft nachhaltig ausgestalten. Ich finde es eine hohe Verantwortung, diese Erde, unsere Welt, unseren Kindern so zu übergeben, dass sie auch lebenswert ist, lebenswert weiter. Und das Zweite, was mich schon immer angetrieben hat, ist die soziale Gerechtigkeit. Ich habe viele Jahre als Erzieherin gearbeitet. Ich weiß, was Kinderarmut bedeutet, weiß, wie schwierig es ist, für viele Familien auch durch den Alltag zu kommen, wie wichtig Bildungsgerechtigkeit ist. Und ich bin als Sozialpolitikerin sehr bewusst in die Finanzpolitik gegangen, um etwas zu verändern. Und deshalb sind diese beiden Themen, Ökologie und soziale Gerechtigkeit, das, was mich immer angetrieben haben, was mich in die Politik auch gebracht haben. Und das werde ich auch im Wahlkampf ganz nach vorne stellen. Deine Reise geht weiter und die Leute draußen können dir bei dieser Reise folgen. Ich habe gehört, es kommen
oder habe gesehen schon, es kommt eine neue Website von dir, es kommen Social Media Accounts von dir. Wir werden gleich unten im Video hier mal die Adressen einblenden und dann werden wir sicherlich ja schon beim Parteitag am Wochenende jetzt da einiges zu sehen bekommen. Ich sage Dankeschön, dass du auf unserem Dach hier noch vorbeigeschaut hast zum Feierabend. Genau, die Adressen blenden wir ein und dann war es für diese Ausgabe und dann bis bald zur nächsten. Ciao.